So, Hallöchen, hier wieder zurück bei den Sims 3. Wir haben ja jetzt die Fee Bold geheiratet, was ich ein bisschen schräg finde, dass er eine Fee ist. Weil eigentlich war ja davor keine Fee und wir haben ja auch sonst nichts Komisches an ihm entdeckt. Wir hatten ihn ja auch schon mal nackt gesehen. Und da hat er definitiv keine Flügel. Mann. Also ganz ehrlich, es kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Ach, wir haben jetzt ein Auto. Echt? Ach, er hat ein Auto. Okay, gut. Wer ist das denn? Eine Jenny Bunch? Ist das vielleicht die Schwester oder die Mutter oder sonst wie von dem anderen, wo wir mal fast angebandelt hätten? Er ist jedenfalls Analytiker für Düngemittel. Das ist die Wissenschaftsstufe Nummer 4. Dafür braucht er noch ein bisschen mehr Gartenarbeit und Geschicklichkeit. Ja. 4 Tage haben wir jetzt frei, also die ganze Woche. Ihm geht's soweit gut, er will Logikfähigkeit lernen, das darf er mal machen und sich mit einem Papier treffen. Die Fähigkeit Wissenschaft erlernen. Ja. Ja. Streichspiel machen wir nicht, Vampir treffen auch nicht. Der Mondblume geht's mittlerweile auch ein bisschen besser. Also sie schläft er jetzt und kann auch noch weiter schlafen. Dann hat sie langsam wieder ein bisschen Hunger. Ich würde auch mal sagen, ich öffne das Ding hier mal und räume mal das verdorbene Zeugs raus. Weg. So. Und stattdessen servieren wir dann ein Frühstück und zwar machen wir Waffeln, wenn sie dann aufgewacht ist. Und nach den Waffeln essen können wir ja dann hier duschen und Toilette benutzen. Oh, das Upgrade ist noch gar nicht abgeschlossen. Wie kann das denn sein? Und wieso hängt mein Spiel gerade? Das frage ich mich auch. Hallo, warum hängst du? Hey. Hallo? Moment, ich mach mal kurz Pause, vielleicht wird's ja dann wieder. Ja, es ist wieder geworden. Wir benutzen jetzt die Toilette. Und ansonsten 4 Stunden trainieren. Ja. Also ist dann gleich wieder geworden, von dem her kein Problem. Er ist halt nur schnell mal das Spiel gehangen. Wahrscheinlich wegen Überlastung oder ähnlichem. Weiß ich nicht so recht. Er hier ist jetzt aufgewacht und könnte mal hier Garten pflegen. Er kann übrigens schon ganz schön viel. Er kann auch mal mit Pflanzen reden. Das ist ja mal seine Spezialfähigkeit als Fee. Und ich würde sagen, wir haben ziemlich viel Geld. Einfach mal, ich weiß schon, was ich kaufen will. Ich weiß, was ich kaufen will. Und das sieht so schräg aus, wie er hier mit Unterhose das Gartenarbeit macht. Naja, ist wenigstens noch früh am Morgen, 5 Uhr. Also halt 6 und hoffentlich sind die Nachbarn noch nicht wach. Nachbarn. Ja, jetzt machen wir ein bisschen schneller hier die Gartenarbeit. Und wenn er das dann gemacht hat, wie gesagt, dann... Na, ich könnte eigentlich jetzt gleich einkaufen gehen. Ich gehe jetzt gleich einkaufen, meiste. Das habe ich mir jetzt so ausgedacht. Und zwar wollte ich ja, ich hatte ja versprochen... Also als allererstes mache ich mal hier eine Alarmanlage hin. Da, neben die Tür. Neben die Tür. Ah! Heilige, ist das denn so schwer? So. Und was ist das? Sprechanlage? Nö, doch nicht. Hightech-Sprechanlage braucht man auch nicht. Als nächstes... machen wir... Ich hatte ja versprochen, dass wir jetzt uns einen Esszimmertisch kaufen, damit die nicht immer am Computertisch sitzen müssen. Was ist das denn? Nein. Nein. Ja.
irgendwie cool, aber auch nicht. Das ist cool. Da ist mal ins Fenster hin. Da links und rechts ein Stuhl dran. Ist doch irgendwie... Finde ich schon toll. Moment, ich mache vielleicht sogar Folgendes, dass ich den so hinstelle. Dann steht er zwar ein bisschen im Weg, also im Raum, aber nö, tut er eigentlich gar nicht. Und daran stelle ich jetzt zwei Stühle. Ja, am besten schöne Stühle, schöne Tischstühle. Ne, den jetzt nicht gerade. Na. Gibt's hier denn nichts Schönes? Ah, sollte auch ein bisschen zu dem Holzstil passen. Die hier sind doch gut. Ja, die gefallen mir. Mache ich gleich mal die ganze Theke voll hier. So. Hey, das sieht doch echt schnucklig aus. So, haben wir wieder haufenweise Geld verbracht. Und nun wollte ich eigentlich noch... Was wollte ich noch machen? Ich hab's vergessen. Was wollte ich noch machen? Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte... Hier. Und zwar... Ah! Ich wollte auf jeden Fall mal kurz Pause machen. Moment, bis gleich. So, wieder zurück. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Ich musste da kurz was machen. So, jetzt sind wir wieder hier. Was ist das denn? Dreifaches Bücherregal. Wie sieht das denn aus? Uiuiuiui. Zu groß. ich wollte nämlich eigentlich so einen... Was ist das? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ich wollte eigentlich einen Schrank kaufen, damit sich der liebe Boyd umziehen kann. Muss ich bloß einen finden. Das sieht das jetzt immer aus. Wie so ein Höhlen. Steinzeithöhlen-Dingster-Bumster. Dann kaufe ich halt uns keinen normalen Kleiderstock. Da gibt es sogar einen Kleiderschrank. Ich wollte nämlich unbedingt einen Schrank haben und nicht nur irgendeine Kommode. Weil ich finde, Kleiderschrank sieht schöner aus als Kommode. Und ich weiß jetzt gar nicht so recht, wo wir den hinstellen. Vielleicht hier ins Badezimmer? So? Ja doch, passt doch hier rein. Dann tun wir die Lampe noch ein bisschen weiter vor. Nicht, dass die da so in der Ecke klemmt. Passt. Sieht zwar jetzt nicht so super toll aus, aber es passt. Das waren die paar Sachen, die ich kaufen wollte für unser trautes Zweiheim. Zweitheim? Egal. Und er macht gerade Gartenarbeit. Da steigert aber scheinbar nicht seine Gartenfähigkeit. Er hat 5 Lose. Und eine Kamera. Wieso hat er eine Kamera? Zombie, Zombies und bla bla bla. Da hat er einen Samen und Samen und Samen und Samen. Ein Apfelsamen hat er. Können wir doch mal mehrere pflanzen und zwar so da an den Zaun hin. Hier und da. Die könnte man auch mehrere pflanzen. Hier hin und dahin. Den Kohlkopf gleich daneben, also wisst ihr schon. Und das hier. Dann pflanzen wir hier mal ein bisschen ein. Nachdem er was gegessen hat. Oder was macht er denn? Sauber lecken, nein, hör auf. Es gammelt doch schon. Bah, bist du ekelhaft. Und wieso fährt die Fahrgemeinschaft in einer Stunde? Wir haben doch für ein paar Tage frei. Hat das doch geheißen. Ich bin verwirrt. Verwirrt. Naja. Und was, wir können im Schrank ein Baby machen? Ernsthaft? Ist das euer Ernst? Krass. So lustig. So. Jetzt mach mal fertig hier. Ich setze mich mal wieder anders hin. Und dann tun wir da noch ein paar Sachen einpflanzen.
Und nochmal einpflanzen. Und dann können wir endlich Outfit planen. Ein neues Outfit für Boyd. Ja, mach mal hin. Doppel und Schwund hat die Kochfähigkeit Level 5 erreicht. Bla, yay. Freue ich mich ja so sehr. So. Er benutzt auch mal kurz die Toilette. Das ist ganz in Ordnung. Sie sitzt schon am neuen Esstisch. Ich freue mich so sehr. Oh, draußen steht der Postbote. Moment. Nein, nicht davon laufen. Hey, ich wollte doch gerade einen Screenshot machen. Nein. Na super. War bestimmt ein Paparazzo. Der wollte sich nicht beweisen lassen, dass er hier war. Ja, und ich komme immer noch nicht drauf klar, dass er eine Fee ist und hier so hinten so kleine gelbe Flügel hat. Komme ich echt nicht drauf klar. Ganz ehrlich. Hm. Ein Mann mit kleinen gelben Flügeln am Rücken. Es geht nicht. Was ist das denn? Winterkleidung? Weiß ich nicht. Kann mir gerade nicht angezeigt werden, weil das Spiel noch lädt. Hallo? Hallo? Naja. So, hier gibt's ganz tolle neue Outfits. Ich probiere mal das hier an. Mal sehen, wie es aussieht. Ja, mach mal bitte. Ist so schlimm. Wieso dauert denn das immer so lange hier in diesem Anziehmodus? Beziehungsweise im Erstellmodus? Eigentlich nicht schlecht. Also für eine Fee ganz schick. Das ist irgendwie cooler. Was sieht das hier aus? Kann er eigentlich auch tragen. Vor allem das mit den schwarzen Ärmeln gefällt mir ganz gut. Was ist das denn? Ein Kleidchen? Ja, fast. Sieht aus wie ein, so ein Kittel, so ein Arztkittel. Naja, das sieht nicht so toll aus. Hier auch nicht, das kann er als alter Opa mal tragen. Ja, das sieht famos aus. Geht eigentlich, aber wenn dann eher so als Abendoutfit. Ja, das ist perfekt. Nee. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar, also alle durch, um zu sehen, was es so Neues gibt. Und einfach auch zu erfahren. Was da schon ist. Hier ist so eine tolle Lederjacke, so eine Fliegerjacke. Nein, keine Bomberjacke, sondern Fliegerjacke. Die Nazis haben sich die Jacken nur geklaut. Die waren damals wirklich Fliegerjacken, die Flieger getragen haben. Also die geflogen sind. So war das. Und die haben sich das einfach geklaut. So, hier sind wir gerade beim Studentenleben-Pack. Merkt man an den schulmäßigen Kleidungen. Ja, das passt super zu ihm. Das ist genau das Richtige. Ich hätte auch gerne eine Fee als Lehrer gehabt. Also, Traum jeder Schüler. Wie gesagt, ich schaue hier immer noch ein bisschen die Sachen durch. Das geht vielleicht auch, außer dass da was raushängt. Das geht nicht so direkt. Ich schaue einfach mal durch, was das so ist. Das gefällt mir auch ganz gut für ihn. Ein T-Shirt. Jankert! Jankert! Was gibt's da noch so? Ein Haus und... Ja, der ein oder andere kennt vielleicht das T-Shirt in Original. Da sind keine Lamas drauf. Ja. Aber wie ihr gehört habt, es ist wieder Zeit für die nächste Folge. Also, bis dahin. Ciao, ciao. So, die nächste Folge beginnt und mal gucken, ob wir 5 oder 10 Minuten aus der Folge machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das ist cool. Einfach mal schauen, wie lang es gehen könnte. Oder das hier. Das ist aber eher dann für Winter ganz gut.
nicht schon im Sommer. So, jetzt kommen wir zum Supernatural-Paket. Das sind so ein bisschen die Feen-Sachen und die Vampire und Abenteurer und Bla-Kostüme drin. Ich gehe jetzt da mal nicht alle durch, weil ich sie schon alle kenne und ihr könnt ja gucken. Ich finde das hier übrigens ziemlich cool. Also genauer gesagt, das in Blau. Das finde ich cool. Hier sind wir beim tierisch, also einfach tierisch Paket. Das ist das ganz cool für Männer, finde ich. Oder hier diese Weste. Ist auch ganz schick. Oder da, das Ding gefällt mir auch. Das ist hier super. Das hier scheinbar weiß nicht gerade was. Wahrscheinlich das... Hab den Namen vergessen. Da wo mein Ladebildschirm auch immer mit der U-Bahn dort stehen. Das ist das, glaube ich. Ja, sieht super aus. Und da sind die normalen. Die ganz stinknormalen Sachen. Oh ja, das ist schön. Das stelle ich mir vor. Nein. Oder das hier. Das ist auch super. Das darf er jetzt. Nö. Ich will ja auch was Schönes für ihn haben. Und deswegen denke ich mir jetzt, wir können ihn... Oh, die habe ich irgendwie gar nicht so richtig bemerkt hier, diese Sachen. So Kampfoutfit. Soll er sowas hier tragen? Ist eigentlich cool. Ja, das darf er mal tragen und dazu eine andere Hose. Anderes Höschen bitte. Ich weiß gar nicht, vor welchem Paket das gerade ist. Aber das stört uns ja nicht.